So, Ladies and Gentlemen, seit wir uns das letzte Mal hier getroffen haben, haben sich einige Sachen verändert am Himmel. Und da jetzt der Neumond im Widder ist, und zwar im Nakshatra Bharani, was heißt Yoni, das Gebärorgan, Yoni, das Gebärungsorgan. Das heißt, es ist der Bereich vom Widder, wo es halt echt losgeht. Also, wo es nicht mehr am Schlafen ist, wo es halt wirklich losgeht und wo es darum geht, auch Dinge zu tun. Also nicht mehr lange zu zögern, sondern es tatsächlich zu machen. Nun, das Problem bei diesem Neumond ist, und das zeige ich euch jetzt am Anfang erstmal anhand der klassischen Grafik, die ich auf siderisch-vedisch eingestellt habe, also so wie die Planeten tatsächlich von der Erde aus und nicht von der Kalenderastrologie aus, also wie die tatsächlich stehen. Und da seht ihr hier, das kann ich euch auch kurz praktisch anklicken. Der Saturn im Wassermann steht in einem Aspekt zu diesem Neumond. Und das ist eine sehr interessante Geschichte, ja. Außerdem ist dieser Neumond noch von Uranus, ist plötzliche Umbrüche oder plötzliche Veränderungen in der Periode bis zum Vollmond, ja, bedeutet bis zum Vollmond. Das heißt, es kommt zu Durchbrüchen, ja, also was heißt Durchbrüchen? Zu spontanen Wechselsituationen eventuell. Man muss einfach irgendwie verstehen, dass der Trainer, sage ich mal, die höhere Kraft des Geschehens, wir können sie Gott nennen oder das Schicksal oder so, dass da neue nochmal Strategiewechsel da sind. Also es ist eine unsichere Situation. Ich meine, stell dir mal vor, du wärst irgendwie ein Baby und dann wirst du noch mal nach hier gereicht und dann wirst du noch mal nach da gereicht. Und was auch noch dazu kommt, wir haben immer noch Merkur im Fische. Also ich zeige es euch hier. Merkur im Fische bedeutet, Merkur ist der Herrscher vom gegenüberliegenden Zeichen Jungfrau. So, und da ist auch noch immer Rahu. Die sind immer noch nach vedischer Astrologie sind die immer noch in Konjunktion, okay? Merkur und Rahu. Und Rahu bedeutet Smoke. Und Merkur hier fühlt sich auch nicht wohl. Deswegen, wir können nicht so richtig planen müssen, aber werden gedrückt, nach vorne gedrückt, sind uns in der Entscheidung nicht vielleicht hundertprozentig sicher. Das Bauchgefühl sagt uns, ja, es könnte sich noch was ändern. Ja, es könnte vielleicht noch was dazukommen, in irgendein Element, was ich noch nicht eingeplant habe. So, ja, Mars auch im Fischebereich, Mars, ein Feuerplanet im Fischebereich. Also Handeln und Denken. Ich meine, Mars ist der Herrscher vom Widder, steht aber in seinem Rücken, ja. Und Saturn, ja, sagt, hey, you have to go. You know, you have to see the realities. Es ist Zeit aufzubrechen. Yoni drückt hier, ja, drückt hier auf die Sonne, auf die Vision, auf die Veränderung des Alltags, weil ihr müsst immer, oder wir müssen immer, oder ich muss immer verstehen, das Mond bedeutet unser Alltag. Ja, was machst du praktisch in deinem Alltag, in der nächsten Zeit bis zum nächsten Vollmond? Was machst du? Was dein Outlook bedeutet, was dein Ziel bedeutet in den nächsten 14 Tagen, so ungefähr. Was machst du da? Und du hast Pläne. Du hast was vor. Jeder hat im Moment was vor. Aber wir sind uns eben nicht so sicher in den Einzelheiten. Und die Faust ist zum Teil in der Tasche. Ja, ich meine, Mars, natürlich, wir haben jetzt gerade eben da gab es so einen religiösen Ausbruch, ja.
habe ich in der Presse verfolgt, ist auch klar bei Mars im Fische, ja, das sind die tiefsten Sehnsüchte. Unser Geist auch hat diese Sehnsüchte. So stelle ich mir das vor. Und mit Vorstellungen, darüber werde ich nochmal einen gesonderten Video wahrscheinlich machen, über den Sommer 2024. Also da sind sehr viele Sachen, laufen da mit Vorstellungen ab. Und Leute sind empfindlich. Also es hat mit dieser verbrannten Situation auch von Venus und Sonne zu tun. Aber wie gesagt, dazu später noch was. Jetzt geht es darum, dass wir können nicht stagnieren. Wir fühlen uns auch danach. Wir wollen etwas. Wir wollen etwas, aber es ist halt so ein bisschen picky. So, deswegen, ich wollte das einfach mal sagen, einen kurzen Video reinstellen, damit ihr oder der Zuschauer, damit er oder sie sieht, ja, I'm not crazy. Es ist einfach so oben, so unten. Da ist einfach was los und ich kann das vielleicht ein bisschen mehr einordnen. Daher ist es so, dass ich wegen dem Merkur weiß ich noch nicht so richtig. Ist es ein bisschen so smoky, aber ich fühle mich gedrängt, es zu machen. Und ja, wir werden es machen. Also wir werden nach diesem, wir sind bereits drin, wir werden nach diesem Neumond auch durch die neue Position von Jupiter, bin ich jetzt auch nicht drauf eingegangen. Ich meine, bin ich in meinem letzten Video ein bisschen drauf eingegangen. Mit dieser neuen Energie, mit dieser Stierenergie, ich habe sie gesagt, gemütliche Energie, aber auch Stier, der Herrscher von Stier ist Venus. Venus, ja, ist jetzt in diesem Neumond involviert. Jetzt zeige ich es euch nochmal ganz zum Schluss doch nochmal auf der vedischen Grafik. Und zwar hier, ja, VE, jetzt wo meine Maus ist. Man muss sich diesen Video auf dem Laptop ansehen. Fürs Smartphone ist vielleicht zu klein. So, Venus und Mond sind zusammen. So, der Herrscher, hier ist Jupiter in der 2. Jetzt habe ich sie auf den Aszendenten gestellt. Ja, ist vielleicht auch eine gute Stellung, weil hier, das heißt, es ist ein Haus davor, dass es losgeht. Hier geht es dann wirklich los. Im Grunde hätte ich die reinstellen müssen am Aszendenten, also mit Aszendent Widder, aber ich habe es jetzt hier oben stehen. Venus, Mond. So, der Herrscher von dem Zeichen, also wo Jupiter jetzt drin steht, ist Venus steht mit dem Mond zusammen. Das heißt, I want to love my life. Ich möchte mein Leben so gestalten, dass ich es liebe, aber es sind noch irgendwie Unsicherheiten in den Details da. Aber die Gebärmutter sagt, du kannst nicht warten. Yoni Nakshatra sagt, du kannst nicht warten, you have to go. Und Saturn, der Policeman, steht auch da und sagt, you have to go, you have to do it. So, und ja, wir werden Schritte machen, jeder für sich in den nächsten 2 Wochen. Also in den Beziehungen, vielleicht beruflich, in irgendeiner Hinsicht, wie die Planeten euch halt betreffen, persönlich. Und dann müsst ihr halt sehen, wenn ihr das mit mir zum Beispiel besprechen wollt, ist es okay für mich. Ihr seht, da gibt es verschiedene Kontaktmöglichkeiten in meinen anderen Videos. Ich habe diesen Video in First Take Video gemacht, deswegen schneide ich das jetzt nie, hier nicht rein. Aber in meinen anderen Videos, da sind E-Mail-Adressen und so, wenn ihr das irgendwie besprecht oder auch andere Kontaktmöglichkeiten, wenn ihr da irgendwie was besprechen wollt oder kleine Entscheidungen machen müsst oder so, bin ich gerne dafür da. Können wir auch ein Zoom-Meeting machen oder ein Live-Talk, ein Telefon und WhatsApp oder Telegram. Let me know und ich verbleibe bis zum nächsten Mal, euer Art Astrologe, und wünsche euch eine gute nächste Woche und ein gesegnetes Wochenende oder wann, an was für einem Tag ihr euch das immer anschaut. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Art Astrologe. Ciao.